9. Ryzen 3000 konnte für die meisten von euch sicherlich nicht schnell genug kommen. Deswegen haben wir jetzt hier schon mal, naja, zwei CPUs prinzipiell sind bei uns in der Redaktion. Wir schauen uns heute aber mal den Ryzen 9 3900X an, da das meiner Meinung nach einfach die interessantere CPU ist. Denn wir haben hier 12 Kerne statt 8 bei den vorherigen Generationen. Die CPU soll konkurrieren mit dem 9900K, zumindest preislich. In Anwendungen dürfte er deutlich schneller sein, denn hat er auch 4 Kerne mehr. Wie das letztendlich aussieht, das testen wir natürlich dann gleich. An sich hat die CPU 105 Watt, das heißt wie ein 2900X. Wir schauen uns allerdings jetzt erstmal die Gaming-Performance des neuen Ryzen 9 3900X an. Die Namensgebung ist jetzt auch neu mit Ryzen 9. Das Ganze liegt daran, dass die Ryzen 7 CPUs einfach bis zu 8 Kernen gehen. Das hatten wir bisher auch immer, schon seit der Ryzen 1, also 1000er Generation, hatten wir 8 Kerne im Ryzen 7 Segment. Und jetzt haben wir eben 12 bzw. 16 Kerne mit dem 3950X. Wie sich dann die Threadripper Namensgebung ändern wird, das wird sich dann noch zeigen, denn die war ja vorher immer vorbehalten für die 900er, also 2900 irgendwas, war ja dann immer Threadripper. Jetzt haben wir diese Namensgebung schon bei den kleineren CPUs, das heißt Threadripper wird jetzt vermutlich eine andere Namensgebung bekommen. Ob das komplett anders wird oder ob sich nur die Zahl ändern wird, das wird sich dann natürlich zeigen. Aber wie gesagt, jetzt erstmal zu der CPU. Wir haben ja deutlich mehr Cache als bei Ryzen 2000, was die Gaming-Performance auch deutlich erhöhen soll. Das Ganze verbunden mit einer höheren IPC, das heißt Instructions per Clock, also eine höhere Pro-Takt-Leistung, Pro-Megahertz-Leistung und natürlich generell relativ viel Leistung für Workstation-Anwendungen mit 12 Kernen. Fürs Gaming, ehrlich gesagt, würde ich die CPU weniger empfehlen, vielleicht dann eher den 8-Kerner nehmen und dann ein bisschen höher übertakten. Denn übertakten lassen sich die CPUs auch relativ gut. Das werden wir dann noch in einem dedizierten Video klären, mit einem Overclocking-Guide zusammen. Und da werden wir dann mal schauen, wie weit sich die CPUs übertakten lassen. Jetzt allerdings mal zur Stock-Performance in Spielen. Wir werden diesmal im CPU-Limit testen, da sich ja das letzte Mal ein paar darüber beschwert haben, dass wir in maximalen Details bzw. im GPU-Limit gebencht haben. Denn wir wollten eben ein realistisches Szenario zeigen. Hier allerdings jetzt mal im CPU-Limit, damit wir eine größere Differenzierung zwischen den verschiedenen Produkten haben. Wir vergleichen die CPU mit einem 9900K bei Standardtakt, beide CPUs, denn wie gesagt, Overclocking-Tests machen wir in einem späteren Video noch.
So, die Benchmarks fürs Video sind durch. Wir haben zwar nur 4 Spiele getestet, im Test in der Beschreibung gibt es natürlich nochmal deutlich mehr. Da seht ihr dann nochmal alle Ergebnisse kombiniert im Vergleich mit den anderen CPUs in unserem kompletten Benchmark-Parcours. Da habt ihr dann auch sowas wie Leistungsaufnahmewerte oder Anwendungsbenchmarks. Wir haben in unseren Benchmarks allerdings gesehen, dass die CPU teilweise sogar schneller ist als der 9900K. Das liegt natürlich immer daran oder hängt natürlich immer vom Spiel ab, wie gut es die Ryzen-Architektur nutzen kann. Ein Spiel wie Battlefield oder sowas, wo halt wirklich viele Kerne nutzen kann, da ist Ryzen dann auf jeden Fall von Vorteil, beziehungsweise da fällt dieses CCX-Design, das heißt mit den 2 Chiplets, fällt dann nicht so ins Gewicht und deswegen kann die CPU da auch gut performen. An sich kann man das auf jeden Fall sagen, das ist wirklich ein gelungener Angriff auf Intel, auch was Gaming-Leistung angeht, wie gesagt, natürlich, wie gesagt, hängt es vom Spiel ab, aber wir haben ja auf jeden Fall nochmal ein deutliches Stück bessere Leistung wie bei Ryzen in der 2. Generation, preislich teilweise sogar unter Intel, und wenn man jetzt zum Beispiel einen 8-Kerner nimmt und mit dem 9900K vergleicht, der ist dann nochmal etwas günstiger und eventuell in der Spielleistung, da er dann höher getaktet ist, auch nochmal etwas besser. Das heißt, da könnte man, wenn man wirklich nur spielen will, da vielleicht eher dazu greifen. Wenn man jetzt zum Beispiel Videos schneidet und sowas, dann kann man natürlich auch zum 12-Kerner greifen, wenn man zum Beispiel auch gerne streamt, dann ist das vielleicht die sinnvollere Option. Das hängt aber immer davon ab, was man als Nutzer denn genau macht. Ja, das war es erstmal zu dieser CPU. Wir schauen uns in einem anderen Video nochmal den 3700X an, was denn das Ganze im Vergleich zum 2700X gebracht hat, wie viel die CPU denn jetzt insgesamt besser ist, beziehungsweise wie viel sich auch die IPC verbessert hat, denn es ist ja nicht nur mehr Takt, sondern auch pro Megahertz-Leistung ist etwas besser geworden. Das war's von mir. Ich wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.